Also auf gut Deutsch, kurz zusammengefasst, die kann drei Krähen aufstellen, soweit ich das gesehen habe. Und wenn die Krähen losgeschickt werden auf kurze Distanz, machen sie Schaden. Ist die Distanz länger, fliegen die Krähen einfach weiter, können aber nur noch Killerinstinkte verrufen und Krähen um die Survivor erzeugen. Wenn die Krähen um Survivor erzeugt haben, können sie nochmal mit Krähen attackiert werden und dieses Mal, egal ob es aus der Nähe war oder von weiter weg, nehmen sie dann Schaden. So, wir haben drei Perks. Each time Survivor is hooked for the first time, you gain a token. Wenn man vier Tokens hat. Alle Generatoren werden blockiert für 30 Sekunden. Und die Obsessions Hour is revealed to you for 4-5 seconds. Ja, gut, so ist es jetzt erst einmal nicht. Den Perk habe ich für zigtausend Mal. Also, wenn man eine. Also, sieht ja auch Destroy Totems. Wenn sie ein Totem zerstören, dann wird der Repair Speed um 20% reduziert. Ist eigentlich ziemlich stark. At the start of the up to 4 random hooks, I change the Scorch Hooks. Das ist der Scorch Hooks Effekt, der das erste Mal beim Pinhead kam. Up to 4 random hooks are changed into Scorch Hooks. Up to 4 random. Okay, das bedeutet, wie bei den Pinhead Hell gibt es halt die weißen Haken. Und jedes Mal, wenn Survivor auf einen Scorch Hook gehookt wird, der General mit dem meisten Progress explodiert und instantly losing 9% and we start to regress. Das ist ziemlich stark. Das ist ein ziemlich starker Perk. Verstehe dieses Flugperk nicht. Welches genau meinst du? 1, 2 oder 3? Ich kann es dir ein bisschen erklären. Ich kenne es jetzt auch nur aus Videos. Aber ja. Das zweite. Okay, pass auf. Survivor, es gibt fünf Totems auf der Karte. Ein Survivor kann ein Totem zerstören. Sobald das gemacht ist, also ein zerstörtes Totem, sehe ich als Killer, da wurde ein Totem zerstört. Das liegt da, da liegen die Knochen. Und dann kann ich hingehen und kann dieses Totem wieder aufstellen. Ich baue dieses Totem also wieder auf. Und in dem Moment wird es zum Hex-Totem. Und das erste Hex-Totem, wenn ich das quasi das erste Mal mache, dann werden des Survivors Repair Speed um 20% reduziert. Nehmen wir an, die Survivor machen dieses Totem nicht kaputt, machen ein neues zweites Totem. Dann wird der Healing Speed um 20% reduziert, wenn ich das zweite aufstelle. Stelle ich das dritte Totem auf, wird der Recovery Speed reduziert. Stelle ich das vierte auf, werden die langsamer beim Öffnen von Toren. Und wenn ich fünf Totems wieder aufstelle, werden die blockiert vom Entitus. Jetzt ist allerdings der Fall. Wenn er previously rekindled, Hex Totem is removed by any means, it remains as commune and it cannot be rekindled again. Also auf gut Deutsch, wenn jetzt die Survivor allerdings dieses Totem nochmal zerstören, dann kann ich gar nichts mehr damit anfangen und ich werde wieder zurückgesetzt. Wenn ich jetzt wieder ein neues Totem aufstelle, geht es auch wieder nur auf Repair Speed bei 20%. Das heißt, ich kann schon gar nicht mehr für Nummer 5 aussuchen. Jetzt kann ich natürlich sagen, bin ich nur interessiert an den 20% Repair Speed und das macht auch Sinn, dann stelle ich einfach immer wieder ein Totem auf und bekomme immer wieder den ersten Effekt. Hat Sinn. Oder ich sage, ich warte, bis alle 5 Totems zerstört wurden und stelle dann alle 5 auf einmal wieder auf. Aber ob das wirklich Sinn macht, ist so eine Sache. Wenn die Survivor am Anfang gleich alle 5 Totems machen würden, würde ich sagen, mach gleich alle auf einmal. Dann kann dir der Effekt nicht mehr genommen werden. Wenn du aber nur an den 20% Repair Speed interessiert bist, und das ist meine Meinung, das ist das Allerwichtigste, dann stellst du nur dieses eine Totem auf und machst es nicht nochmal, bis dir dieses eine zerstört wurde. Wenn alle 5 weg sind, dann ist dein Perk auch weg. Ja, es ist ein Hex-Totem. Das heißt, dein Perk kann dir zerstört werden. Das ist der Sinn von Hex. Deswegen hat es auch den Namen Hex bekommen. Aber du kannst es bis zu... Also wenn du nur, und das sage ich ja, ich wiederhole es, nur das erste ist interessant, der Repair Speed bei 20%. Also wenn du das willst, hast du im Prinzip ein Hex-Totem, das du 5-mal aufstellen kannst. Das ist ziemlich stark im Vergleich zu anderen Hex-Totems. Also ich sage, es ist deutlich stärker als Ruin. Scheiß auf Hex-Totem Nummer 2, scheiß auf Hex-Totem Nummer 3, scheiß auf Hex-Totem Nummer 4 und scheiß auf Hex-Totem Nummer 5. Nur das erste ist interessant. Meine Meinung dazu.
So, aber wir haben nur ein Perk. Und da verlasse ich mich lieber auf die Scorch Pain Resonance. Addons haben wir jetzt noch keine. Wir starten quasi nackig. Es ist meine erste Runde. Es lohnt sich sowieso erst die erste Runde ohne irgendwelche Perks, Addons. Wir müssen uns erst einmal auf eine Sache konzentrieren und das ist der Killer selbst. Also wir Birds of Torment, genau. Wir schicken den erst einmal. Was ist jetzt passiert? The Mann. Okay. Dann. Warte, hat es jetzt nicht funktioniert? Warte mal. So. The Mann. Okay, The Mann. Und The Mann. Und los mit euch. Launch. Ja. Ich habe jemanden erwischt und zwar da hinten. Ich habe sogar zwei erwischt. Sehr schön. So. Er wehrt sich schon mal gegen die Fliegen, das sehe ich. Schon ist er sie losbekommen. Solange er nur rumrennt, brauche ich das nicht machen. Ich setze hier einfach mal eine Krähe, wenn er da durchlaufen sollte. Habe ich ihn da erwischt. Ich kann nicht nochmal. Warum nicht? Meine Fähigkeit scheint anscheinend... Er wehrt sich jetzt auch gar nicht mehr groß. Ich habe ihn jetzt zwar erwischt, aber... Der will nicht so recht in die Fallen reinlaufen. Mist, der wehrt sich immer wieder gegen die. Ah, der muss in diese... Jetzt habe ich ihn erwischt, genau. Der ist in den direkten Strahl reingelaufen, zack, erwischt. So, Scorch Hook haben wir da hinten ein. Kriege ich hin, dann wird mir der weit... Der Generator mit den weitesten Fähigkeiten angezeigt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du mehrere Scorch Hooks nimmst. Ob die dann beide Effekte auslösen? Gut, da hinten. Warum ging jetzt bei beiden der Generator los? Da hat keiner dran gearbeitet, deswegen regresst er einfach. Die arbeiten nicht wirklich dran. Ich könnte auch auf den Haken zielen. Machen die? Da hinten sind sie. Meine Fähigkeit ist nicht aktiv. Er wehrt sich nicht gegen die Fähigkeit, das ist sehr gut. Der hat die Krähen gesehen und wollte nicht reinlaufen. Sehr schön. Er wusste nicht so recht, was er machen soll. Da hinten ist der weit entfernteste Gen. Dann schießen wir mal. Ich weiß nicht, geht zurecht. Ach so. Der Gen ist fertig. Weil sie sich nicht wehrt, weil sie sich einfach nicht wehrt, gegen die Krähen kann ich die ganze Zeit übersehen, wo sie rumläuft. Deswegen spielt ihr gegen diesen Killer. Sofort dagegen ankämpfen.
Jetzt wird mir wieder der weit entfernte Gen angezeigt. Wow, ich kann, glaube ich, einen 4K in der ersten Runde hinkriegen. So, da hinten. Wieder mächtig gearbeitet. Wie gefällt es dir, wenn ich dich bekrähe? Cooldown. Wo kann ich den hinzielen? Am besten hier hin. Genau. So, wenn jetzt da reinlaufen sollte. Mag er auch nicht so recht. Oh, das war zu langsam. Voll erwischt. Er ist voll in den Strahl reingelaufen. Da kriegt er gar keine Krähen. Wenn er in die Anfangsphase reinläuft, wird er sofort verletzt. Wird der Gen gleich wieder regressed, dadurch, dass ich den weißen Haken verwende? War zu spät. Geh mal so rum. Er hat sich dagegen gewehrt. Das hat zu lang gedauert. Ich habe den komplett verloren. Kann ja natürlich passieren, wenn du dich auf deine Fähigkeit so arg konzentrierst. Oh. Da habe ich echt ein Problem. Ich muss den da irgendwie durchlocken. Erwischt. Habe ich natürlich einen Cooldown. Ich habe zu lange mit dem jetzt gebraucht. Manchmal ist er im Einstand trotzdem besser. So, kriege ich den jetzt noch an den weißen Haken? Oder ist es schon vorbei? Ah, es ist vorbei. Kann ich natürlich hier platzieren. Warum kann ich nicht summen? Genau. Kann ich von hier auf den Haken ziehen? Ja, das geht. Also ich kann auf den Haken draufballern. Das ist kein Problem. Warum konnte ich jetzt nicht ballern? Ist einfach verschwunden jetzt. Ach, das war ein scheiß Scorch-Hook. Wo ist er hin? Oh,
voll erwischt. Geht also auch während des Kampfes. Der Cooldown ist das Problem, weil wenn der sich so stark dagegen wehrt, wie soll ich denn da zwei Hitzen hintereinander kriegen? Alle drei Richtungen, wenn er da reinfliegt. Shit. Vielleicht nicht so clever. Die Strike müsste abgelaufen sein. Wie blöd hält er mich. Überall diese Buhntote. Kommt der Cooldown davon abhängig, wie viele ich mache? Kann es sein? Nehmen wir an, ich mache nur einen. Nö. Ich habe immer den vollen Cooldown. Aber es kommt mir langsamer vor. Schon ziemlich langsam, oder? Ich glaube, der Cooldown hängt davon ab, wie viele Krähen ich verschieße. Naja, ich habe trotzdem Gold Survivor bekommen. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege jetzt lauter Plebs, aber es waren sie anscheinend dann. Oh, die neue Map, das ist ja schön. Nicht so sehr auf die Fähigkeit versteifen, habe ich gemerkt. Weil du bist critically immer noch ein M1-Killer. Okay, nice. Scare die mal away und nehme mir den. Shit, das war dämlich. Okay, die hat echt nicht ausgewichen. Da merkt man halt den Unterschied zwischen Pleb und einem guten Survivor. Wenn die nicht im 1 drückt, nicht ein bisschen ausweicht, dann sieht es so aus. Da hinten ist der weiteste Gen. Verletzt. Weil sie sich nicht gewehrt hat gegen die Fähigkeit. Nur wo ist sie hin? Ist ja absolut lautlos. Ja, die werde ich jetzt zerlegen, hoffentlich. Aber wo ist er hin? Er ist retten gegangen. Ach so. Thank you.
mal weg von hier, hier sind zu viele Paletten. What a waste. Hier muss irgendwo ein Boon-Totem sein. Die macht ja gar keine Kratzspuren. Oh Gott, warum müssen die alle Gen rushen heutzutage? Keiner macht mehr. Totems. Der wehrt sich nicht dagegen. Und erwischt. Ah, der war perfekt. Ich habe ihn auch noch gesehen, wie. Ein kleines Stück Scheiße. Warum macht da keiner Kratzspuren in dem Main Building? Macht gerade Spuren, interessanterweise. Das war dein Leben. Gleich aufmachen hier. Oh, hier ist ein zerstörtes Totem. Drauf gekommen war. Der Cooldown danach ist ziemlich stark. Hier fliegt ein Buch rum. Ach komm, hör auf! Jetzt passiert. Ah, da habe ich ihn noch gehört.
Irgendwas habe ich erwischt. Aber wo? Sehen wir das schafft. Scheiß fucking Survivor, ehrlich. Ich mache wie alle dumm tot. Warum ist der Cooldown so fucking lang? Ist das der neue Killer? Ja, bei mir leider es noch. Haha, zum Ende noch was Feines. Hol dir den Dude. Ja, die Dude hole ich mir auf jeden Fall. Sorry, dass ich jetzt erst reagiere. Die Runde war schon wieder furchtbar aggressiv. Aber sie ist noch nicht vorbei, merke ich gerade. Solange die dieses Totem nicht machen. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie es nicht machen. Habe ich immer wieder General Speed Inducement. Wir beide verletzt haben. War der eine, aber wo ist der andere? Die gönnen sich beide auch nichts. Wo ist er jetzt hin? Der war doch hier irgendwo. Schnell, Chat, wo war der? Da ist er. Da liegt er immer noch. So, wenigstens zwei 4Ks. Aber so richtig OP ist der nicht, der Killer. Man muss schauen, dass man den ersten Schlag auf jeden Fall normal macht. Weil beide Schläge auf diese besondere Art und Weise zu bekommen, ist zeitlich zu aufwendig. Aber Merciless, ich hätte schon wieder eine Merciless bekommen.
Wenn ich genug Blutpunkte gehabt hätte, um auf Level 3, um 10 zu sein, dann hätte ich meine Aufgabe geschafft. Und es war ein Gold-Survivor.